Digital Detox, digitale Entgiftung. Halte ich das eine Woche lang durch? Liebe Bewusstseinsindianer, hier ist ein neues Pegasus Powwow, diesmal ein Powwow Special zum Thema digitale Entgiftung. Das ist übrigens meine Tochter, die hier hinter mir gerade spielt, die unbedingt dabei sein will, wenn Papa seine Powwows aufnimmt. Ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich zu viel vorm Smartphone hänge, dass ich quasi rund um die Uhr erreichbar bin, dass ich, wenn neue Nachrichten reinkommen und die LED grün blinkt für WhatsApp, blau für Facebook Messenger, rot für E-Mail, ich glaube auch grün oder gelb oder irgendwas für SMS, dass ich sofort, dann kommen auch die ganzen Bing-Töne, jeweils pro Kanal ein anderer Bing, dass ich dann zum Handy eile oder schnell danach greife, um möglichst schnell auch antworten zu können. Ich fühle eine Verpflichtung, dann auch für alle sofort erreichbar zu sein. Und ich glaube, dass es uns nicht nur körperlich nicht gut tut, ständig auch diesen Wellen, diesen elektromagnetischen Wellen ausgesetzt zu sein, sondern es tut uns auch psychisch nicht gut. Früher hatten wir die ganzen digitalen Geräte nicht. Da haben wir die Tage ja auch irgendwie rumgebracht. Deswegen möchte ich dieses Experiment wagen und ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch oder viele von euch auch mitmachen. Ihr müsst nicht die gleichen Regeln befolgen wie ich. Manche müssen am Tag 8 Stunden vorm Rechner sitzen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Dann kann man dem Chef jetzt schlecht sagen, ich mache Digital Detox. Ich glaube, es geht darum, dass man schaut, was habe ich für ein digitales Nutzerverhalten und ich versuche mich eine Woche lang einfach mal einzuschränken und zu gucken, kriege ich das überhaupt noch hin? Und ich würde mich freuen, wenn viele mitmachen, wenn wir uns am Ende jeden Tages dann kurz hier in der Gruppe austauschen, unsere Erfahrungen austauschen. Einfach mal zu gucken, wie ist denn das so, wenn man sich digital entgiftet? Die Regeln, die ich mir aufgestellt habe, sind ganz einfach. Ich habe beschlossen, dass ich das Handy und den Computer, also online gehe, erst einschalte, wenn ich gefrühstückt habe, und nach dem Frühstück mindestens noch eine andere Tätigkeit gemacht habe. Da ich zurzeit mit gebrochenem Fuß da niederliege oder sitze, kann ich nicht mit den Hunden gehen. Also suche ich mir irgendeine Arbeit, irgendwas, was zu erledigen ist. Oder ich schreibe irgendwelche Listen oder irgendetwas anderes wird es ja zu tun geben, was nichts mit online und digital zu tun hat. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich online und dann rufe ich für eine halbe Stunde lang meine Messages ab. Also Frühstück, eine andere nicht digitale Tätigkeit, dann 30 Minuten online. In diesen 30 Minuten mache ich dieses Ding hier an, den schönen Blumen vorne drauf. Dann checke ich meine ganzen Mails, WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, was auch immer. Weiß aber, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Also ich muss priorisieren und schauen, was beantworte ich überhaupt und was beantworte ich erst gar nicht, weil die Zeit nicht reichen wird. Nach der halben Stunde gehe ich in den Flugmodus und das war's. Abends von 17 bis 18 Uhr gönne ich mir eine ganze Stunde, wo ich online bin. Da kann ich nun wieder Messages abhören, E-Mails abrufen und so weiter und auch darauf antworten. Wohl wissen, dass ich eben nur diese eine Stunde habe. Außer der halben Stunde morgens nach dem Frühstück und der ersten Tätigkeit und von 17 bis 18 Uhr abends gehe ich nicht online. Ich bin auch telefonisch nicht erreichbar. Das heißt, ich muss mir auch genau überlegen, auf welche Dinge antworte ich und welche werde ich nicht schaffen, also muss ich sie unter den Tisch fallen lassen. Zusätzlich, weil ich im Moment in 2 Projekten arbeite, wo ich meinen Computer brauche, um bestimmte Sachen digital, irgendwelche Grafiken zu machen, Drehbücher zu schreiben und so weiter, bin ich also auf den Computer angewiesen, weil ich übernächste Woche 2 Abgabetermine habe, gestehe ich mir pro Tag zusätzlich 4 Stunden Computer offline zu, weil ich die nun einfach mal zum Geldverdienen brauche. Also habe ich halbe Stunde morgens, eine Stunde abends, 4 Stunden dazwischen oder 2 Stunden dazwischen, 2 spätabends, kann ich mir selber einteilen, wo ich am Computer arbeite, aber offline. Das heißt, in dieser Zeit erreichen mich keine Mails oder was auch sonst immer. Ich werde außerdem nicht, oder zumindest versuchen, nicht die Startseite von Facebook zu besuchen. Ich werde auch, in der kommenden Woche sind ja auch die Wahlen in den USA. Ich werde also nicht am Wahlabend ständig reinschalten, reinseppen und gucken, was sind die aktuellen Trends und so weiter. Sondern ich habe ja meine 2 Online-Fenster. Wenn ich eins von den beiden dazu nutzen möchte, um zu gucken, wie es da gerade aussieht, dann werde ich das nur in diesen Fenstern tun können.
Zusätzlich werde ich keine Filme angucken. Ich werde den Fernseher sowieso nicht anmachen, wobei wir seit 2,5 Jahren auch sowieso keinen Fernseher mehr schauen. Also ich gucke auch keine Filme und werde auch meinen E-Book-Reader nicht benutzen. Wenn ich was lesen will, dann lese ich halt ein schönes Buch. Das ist mein Digital Detox. Das werde ich jetzt eine Woche lang probieren. Ich denke mal, es wird sehr hart. Das ist dann aber auch gut so. Und ich glaube, man kann dann sehr viel über sich selber und sein digitales Verhalten rausfinden. Freue mich, wenn viele dabei sind, wenn es viele kommentieren. Und ja, bin gespannt auf das Experiment. Heute darf ich nochmal, ab morgen dann eine Woche digitale Online-Diät. Hier bei Pegasus Powwow. Ich freue mich, von euch zu hören. Euer Oliver. Alle Pegasus Powwows online unter www.oliverkier.com.